verwerflich, vermutlich halt nur eher für Vegetarier und Veganer. Weil ich zum Beispiel für... Wollte ich gerade sagen, Knossi hat einen Alkohol rausgebracht. Das ist, glaube ich, noch ein bisschen verwerflicher, als Fleisch rauszubringen. Was geht ab, YouTube? Heute geht es um gute YouTuber, die doch scheiße sind. 10 gute YouTuber, die doch Dreck am Stecken haben von dem lieben CEO. Bin sehr, sehr gespannt. Ich hoffe, ich bin nicht dabei. Wir gehen rein. Ja, Leute, ihr kennt mich. Ich bin jemand, ich würde niemals irgendetwas Verwerfliches hier auf YouTube machen. Ich meine... Okay. Aber ich am Arsch. Ja, hier für uns, tut mal Dinge, die ihr im Nachhinein bereut. Zum Beispiel habe ich 2016 in einem Video namens How to be ungespielt einen Mülleimer gebumst. Und was soll ich sagen, mittlerweile ist genau dieser Mülleimer ein richtiger Wallfahrtsort für meine Community geworden. Es wird dahin gepilgert, das Ding wird regelrecht angebetet und mit Sticker beklebt. Daher, ja, ich bereue das. Ich hätte das niemals tun dürfen. Also, wie wär's? Lasst uns doch mal... Ja, 2016er Humor war auch ein bisschen anders. Da hat man auch das N-Wort gedroppt, ohne sich irgendwie schlecht zu fühlen oder da noch sich Gedanken zu machen. Das muss man sich mal vorstellen. Mal weitere, kleinere oder größere Fehler beleuchten. Denn wie immer habe ich euch gebeten, mir Kritik zu YouTubern zu schreiben, die normalerweise eher in einem guten Licht stehen. Und ich habe mir das Ganze sorgfältig durchgelesen und es gab ein paar... Ist das Lena Vanille? Punkte, die habe ich nicht so gefühlt. Andere wiederum waren schon, ja, ziemlich scheiße. Also würde ich sagen, wie immer, eure Kritik, meine Meinung dazu. Los geht's. Let's go. Knossi macht Werbung für Fleisch. Oh Gott, ach ja, die Geschichte. Ich hab die Idee. Brandenburger, die Wurstfabrik von Rewe. Und die sollen dieses Mortadella-Gesichtwurst mit dir als Gesicht mit der Krone machen. Und dann verkaufst du dein Gesicht als Wurst. Ganz wichtig, wenn wir dieses Fleischlied machen, müssen wir mit einer Fleischfirma in Kontakt treten, die mein Gesicht auf die Mortadella druckt als Fleischwurst. Alter, Knossi-Wurst, ich weiß nicht, ob ich sowas essen würde. Es ist halt super skurril, aber verwerflich, vermutlich halt nur eher für Vegetarier und Veganer. Weil ich zum Beispiel für... Wollte ich gerade sagen, Knossi hat einen Alkohol rausgebracht. Das ist, glaube ich, noch ein bisschen verwerflicher, als Fleisch rauszubringen. Ich finde die Fruchtliköre von Knossi da um einiges bedenklicher. Stellt euch mal vor, ich will mein eigenes Bier rausbringen. Ich bin mir sicher, ich müsste mir dann schon anhören, dass ich mehr... Warte, bis der erste YouTuber seinen ersten Tabak rausbringt. Nicht seinen ersten Tabak, seine ersten Zigaretten oder so. Junge, es gibt ja schon viele, die Tabak rausgebracht haben. Menschen dazu bewege, noch mehr Alkohol zu konsumieren und das wäre ja auch gar nicht so... Stimmt, eigentlich ist das ja auch verwerflich. Ist mir gerade so aufgefallen, wenn Rapper ihre Shisha-Tabaks rausbringen. Luft gegriffen. Worauf ich hinaus will ist, wenn Alkohol verkaufen scheinbar keinen gejuckt hat, dann wird Fleisch verkaufen vermutlich auch niemanden stören. Beiß mich! Das ist true. Krieg mir doch in die Eiche rein! Ich glaub, mich bumst ein Veganer. Das macht alles keinen Sinn. Basti GHG. Er schreibt unendlich Sachen in die Tags, die gar nicht so im Video vorkommen. Finde ich ein bisschen kacke. Ey, warum ist eigentlich Basti? Oh, okay. In jeder Folge mindestens einmal dabei. Ich habe mir die Tags von den letzten beiden Videos mal im Quelltext angeschaut. Was schon mal sehr auffällig ist, die Tags sind ziemlich gleich, also da sind schon mal standardmäßig welche eingestellt. Und ja, es gibt ein paar Begriffe, die nicht im Video vorkommen, wie zum Beispiel Fiverr, das war ja nicht in dem Video irgendwie Thema oder so. Aber keine Ahnung, ich finde es irgendwie nicht so schlimm, weil mir ist es eigentlich ziemlich egal, was für Tags so ein YouTuber-Star für sein Video benutzt. An der Stelle sag euch mal, warum er das gemacht hat. Er hat BastiGHG Fiverr da reingemacht oder Monster, weil seine Monster- und Fiverr-Folgen ziemlich gut angekommen sind oder eines der besten Videos auf seinem Kanal sind. Und deswegen möchte er, dass die neuen Videos bei den alten Videos daneben gerankt sind. Dass, wenn man sich so ein Banger-Video anschaut, das gerade noch empfohlen wird, dass man nebendran das neueste Video sieht. Und das, deswegen finde ich das null verwerflich, weil ich denke nicht, dass das irgendeinen anderen Zweck hat und er will sich ja dadurch nur selbst pushen mit seinem eigenen Content. Also Quatsch. Sei sogar gesagt, wenn man Tags benutzt, die nicht im Video vorkommen, kann das sogar eher schädlich für die Reichweite des Videos sein. Zum Beispiel bringt es gar nichts, solche Tags reinzuschreiben, wenn das überhaupt nicht Thema des Videos ist. Also YouTube das lässt stimmt. Sich da nicht verarschen. Okay. CEO redet einfach über eine Viertelstunde über... Generell das Thema Text ist mir immer noch so ein bisschen ein Rätsel. Alkohol und Saufen in seinem neuen Podcast. Aber ja, endlich ist es soweit, Leute. Es gibt den lang versprochenen Podcast mit Iblali und meiner Wenigkeit. Und ich weiß gar nicht, was du hast. Man lernt doch in diesem Podcast super wichtige Dinge. Ein ausgewachsener Elefant scheißt pro Tag 120 Kilogramm Kot. 120 Kilogramm? Das habe ich schon 1000 Mal gehört, diesen Fact. No joke. Aber es ist sehr, sehr krass, immer wieder zu hören. Also, warte, das muss ich kurz googeln. Das kann ich gerade irgendwie nicht glauben. Der Witz ist halt, ich wiege ja 60 Kilo. Das heißt, ein Elefant scheißt mich pro Tag zweimal aus.
Amber, fucking hört. Ey, weil ich war letztens im Zoo und ich möchte euch einfach nur sagen, dass Tiere krass sind, Mann. Tiere sind so riesig. Ich denke mir, Alter, wie ist das Leben, wenn man so riesig ist? Oder so breit, wie so ein Tiger, Alter, und so gefährlich, holy shit. Da hat so ein Tiger so geschlafen, mit dem seine Pfote, Bruder, war so groß wie mein Kopf. Wenn du auch noch unterwegs hören möchtest, jeden Donnerstag gibt's eine neue Folge. Der folgende YouTuber ist zwar nicht bekannt und steht auch nicht wirklich in einem guten Licht, aber OG Lord Cool ist ein Dude, der vorgibt zu stottern. Das Ganze kann man doch nicht ernst nehmen, er macht doch oft Werbung unter anderen Videos. Leute, gut festhalten, jetzt wird's ordentlich irritierend. Also ich sehe mich jetzt nicht in der Lage, eine Ferndiagnose durchzuführen, ob jemand eine sprachliche Beeinträchtigung hat oder eben nicht. Allerdings, wenn ich sowas höre... Und er ging ein paar Schritte zur Seileite. Und holte mit seinem Jeder wieder will, ne? Ich sag's mal so, diese Form von Stottern kenne ich nicht. Das klingt irgendwie schon ein bisschen sass. Und dann sind die Videotitel auch ziemlich speziell. Ich lese einfach mal ein paar vor. Feminimer Selbstmordattentäter verfehlt mich knapp mit Panzerfaust. What the fuck, Bro? Ist das halt einem so mal im Leben passiert, ne? Mitschüler quickscoped mich mit Baseballschläger auf dem Schulhof, während ich sapper. Ja, es gibt mir Scheiß drauf, Digga. Was ist das für eine Scheiße? Labo da, oder? Bist du Scheiße im Kopf? Also ja, man kann sagen, mega komischer Kanal. Die Videos bestehen immer aus diesen dunklen Bildern und aus diesem Gestammel, Gestotter halt eben. Und wenn das gestellt ist, wovon man vermutlich ausgehen kann, würde ich sagen, bitte hör auf damit. Weil es ist schon respektlos gegenüber Menschen, die halt wirklich unter sprachlichen Beeinträchtigungen leiden und deswegen halt immer fälschlicherweise als dumm gehalten werden oder als nervös oder keine Ahnung was. Also mein Schlusswort für diesen Kanal ist... Du bist ein Keck. Die Einspieler sind nice auf jeden Fall. Ich verstehe aber nicht, warum er den reingebracht hat, Mann. Coruno war früher lustig, jetzt ist er pervers. Ich weiß ja nicht, das war... Wenn jetzt das Meme versuche, nachzudenken, nicht kommt, dann bin ich sehr enttäuscht und mach das Video aus. Die 6 notgeilsten Anime-Figuren. Gleich daneben vom Vater beim Wichsen erwischt. 3 verbotene Anime. Dagegen sind die neuesten Thumbnails und Titel sogar richtig... Ja, geht noch fit. Brav. Also ich verstehe in dem Fall... Früher war man auch irgendwie mehr getriggert von so Thumbnails, aber heutzutage juckt es irgendwie gar keinen mehr, wenn man so baitet und so. Die Kritik überhaupt nicht. Okidoki. So, doch bevor wir zu diesem richtig heftigen Thema kommen, ganz kurz hier ein Einspieler von meinem Sponsor. Leute, Eistee Pfirsich ist zurück und hat ein Level-Up bekommen. Nicht nur Zutaten und designtechnisch hat sich viel verändert, sondern auch geschmacklich schmeckt es jetzt richtig lecker. Nice, Mann. Aber das skippen wir an der Stelle, denn wir interessieren uns für Finn Kliemann. Finn Kliemann, der in der neuesten Folge vom ZDF-Magazin sehr stark von Jan Böhmermann kritisiert wurde. Ich muss jetzt an der Stelle mal gestehen, ich habe den Content von Finn Kliemann nie so wirklich verfolgt. Ich weiß nur, dass er so ein Hofgrundstück hat namens Kliemannsland und da macht er halt eben ganz viele verrückte Sachen. Hör auf. Hat sich wirklich erwischt. Oh Gott. Alter, das war schon ziemlich gefährlich. Hey, hast du Bock aufzufangen? Okay, hau her. Alter, mach die Kamera aus, Mann. Er gilt als kreativer Freigeist, der die Welt verbessern will. Ich bin letzte Woche auf eine Flex getreten, das war auch nicht viel besser. Und vor allem alles und jeden nur Gutes tun möchte. Ja, und dann kam gestern Jan Böhmermann daher und hat mit Belegen... Es passt gerade alles farblich sehr aufeinander. Enjoyt den Moment mit mir. Fakten, Beweisen, Chatverläufe ihn ordentlich weggebuddert. Finn soll sich mit Atemschutzmasken in der Corona-Pandemie ordentlich bereichert haben und zwar mit sehr hohen Summen. Die Masken sollen super günstig im Ausland hergestellt worden sein. Die Näherin bekam angeblich ein Monatsgehalt von 120 Euro. 120 Euro, man muss sich... Digga, für 120 Euro, Alter. Sich so knechten lassen, also krass. Ich hab's ja gesehen, wir müssen, glaube ich, nicht mehr so viel dazu sagen. Ich denke, ihr habt's alle mitbekommen, aber ja, gottlos. Das ist wirklich eine gottlose Aktion. So, wenn man schon die Welt retten möchte und immer der Nachhaltigste sein möchte und gerade wenn es um Masken geht bei einer Pandemie, auch so einen Satz zu droppen wie, was war das nochmal für ein Satz? Krise kann auch geil sein, also da finde ich keine Worte für und ich glaube dem gar nichts mehr, for real. Das ist echt schade auf jeden Fall. Ich überlege, das habe ich ja mit 14 Jahren schon verdient durch Zeitung austragen und da habe ich nur 4-mal im Monat gearbeitet und vielleicht... 2-3 Stunden ausgetragen. Dann soll er Atemschutzmasken, die Ausschuss waren, weggegeben haben. Einfach so, scheiße, was machen wir mit denen, wohin damit? Ach komm, da ist ein drittes Weltland, schnell mal hingeben, die können es gebrauchen. Das Ganze wurde dann eben als wohltätige Spende verkauft. Ey, bist du ein kleines Wichskind, Alter? Nee. Ey, der hat richtig nice Einspieler. Ich hab nie Geld. Kann man nicht sagen. Ich hab sowieso nie Geld. Warum muss man denn so tun, als ob man arm wäre, wenn es halt einfach nicht stimmt? Ich verstehe das nicht. Ist das wirklich, wenn man dadurch so halt bodenständiger rüberkommt, ne? Schlimm zuzugeben, so, ja, ich habe Geld. Also ich war furchtbar enttäuscht einfach nur, weil ich es einfach schade finde gegenüber allen Menschen, die halt wirklich
gute Seelen sind und dann halt, ja, kann man denen noch trauen, so. Wisst ihr, wer kein Geld hat? Mein bester Kumpel William. Guckt ihn euch an, der Junge hat wirklich kein Geld. Und das meine ich nicht abwertend. Guckt ihn euch an, wann hat er das Video gemacht? Ich bin pleite. Ich kenne ihn, manche von euch, wir haben schon oft drauf reagiert. Er macht kranke Challenges wie 10.000 Cookies Obdachlosen gegeben. Wer aus dem Gefängnis ausbricht, bekommt 10.000 Euro. Und er hat da wirklich 10.000 Euro gegeben. Wer setzt es auf, bekommt 1.000 Euro. Er kriegt das Video mit Plays, er kriegt das Geld mit Plays uns rein und investiert das zu 95% wieder in die Videos und deswegen ist die ganze Zeit broke. Und bei ihm kann man sagen, dass er kein Geld hat und nicht bei Finn Kliman. Wen kann man überhaupt noch trauen, wenn man hier so geblendet wurde? LeFloid, weil er in seinen News sehr parteiisch ist. Ja, LeFloid hat ja nie behauptet, irgendwie objektive Berichterstattung zu machen, oder? Als wer in den News schaut, dem muss klar sein, dass es eher ein Meinungsvlog-News-Kanal ist. Und seine Meinung sagen, das ist nicht verwerflich, solange halt diese Meinung nicht ins Extreme rutscht. Simon Unge, er ist Veganer und das mag ich nicht. Ich habe gerade nicht so gehört, es tut mir leid. Beste Reaction. Nicht. Was juckt dich das Essverhalten anderer Menschen schon? Aber Simon Unge ist der Erste, das mag ich nicht. Okay. Keineswegs. E2Know fickt teilweise seine Videos. Das ist. Oh, okay. Das ist irgendwie schon schade. Ja, natürlich sind viele Szenen von E2Know natürlich nicht echt und eher für die Unterhaltung halt gefaked. Ich meine, Leute, mit Tisch und Stuhl und einem Hammer in der Hand soll er angeblich 30 Kilometer einen Berg hochgelaufen sein. Und 30 Kilometer braucht man angeblich eh schon so an die 6 Stunden und dann noch bergauf und mit dem Gewicht. Ich denke, es sollte ja obviously sein, dass es gefaked ist, ne? Vor allem, es sind keine Pausen eingerechnet. Es ist vor allem, es ist kein Video, wo, keine Ahnung, wo man selbst Experiment oder so, sondern das ist ja von Anfang an einfach Unterhaltung. Ich denke, das sollte ja klar sein. Nichts zu trinken, nichts zu essen, der müsste fix und fertig sein, wenn er da oben ankommt. Stattdessen hampelt er da oben noch rum und ist voll Energie. Das kann nicht echt sein. Also natürlich gehe ich davon aus, dass er den Großteil der Strecke mit dem Auto gefahren ist. Wenn nicht, dann ist es eine Meisterleistung, wo selbst Fritz Meinecke sagen würde, Alter, nicht mal mein Fußbus fährt dahin. Aber was ich weiß, steht E2Know offen dazu. Also er verneint das Ganze ja auch gar nicht. Deswegen, Leute, seid euch klar, das ist nicht alles echt, was ihr da seht. Er hat zum Beispiel nicht wirklich Seife getrunken. Also hoffe ich zumindest. Hab bei Gnu hat das gelesen, dass ihre Ich habe letztens E2Know getroffen und er wirkt sehr, als hätte er Seife getrunken, muss ich sagen. Jetzt eher selten, sehr abgeändert oder gar nicht in ihren Videos vorkommen. Ja, das stimmt mal mehr, mal weniger. Bei diesem Titel und Thumbnail zum Beispiel wird signalisiert, dass irgendjemanden die Fingernägel rausgerissen wird. Aber wenn man sich das Video anschaut, merkt man, es geht zwar wirklich um Nägel, das ist schon richtig, aber genau diese Szene bekommt man nicht zu sehen. Also kann ich schon verstehen, dass manche das vielleicht eventuell nicht so cool finden. Am Ende ist es halt so eine subjektive Entscheidung von einem. Und da hat jeder sein eigenes Empfinden. Das finde ich aber nur schlimm. Guckt euch das an. Mr. Beast. Hier wird Mr. Beast hier so von so einem Shark verfolgt? Ich glaube nicht. Deswegen, Thumbnails sind immer ein bisschen überspitzter. Das hat sich vor 5 Jahren mehr darüber aufgeregt, aber heutzutage ist voll unnötig. Man weiß ja, dass es nicht so krass realistisch immer ist. Wann Clickbait zu weit geht. Also bei mir ist es so, wenn ein Video sehr gut ist, ist meine Grenze sehr weit oben angesiedelt. Das stimmt, wenn ja. Wenn halt ein Video scheiße ist, dann habe ich nicht ganz so viel Bock auf. Und bei Mr. Beast juckt es niemanden, weil halt eben der Content absolut nice ist. Clickbait. Also für mich ist das Werk hinter dem Thumbnail super ausschlaggebend. Am Ende müsst ihr entscheiden, welche Videos ihr guckt und welche nicht. Bei Gnu hoffe ich halt eben, dass diejenigen, die abonniert haben, ihren Humor, ihren Videostil mögen und dass sie halt eben dann über sowas hinweggucken können. Wenn nicht, dann halt nicht. Dann muss man halt die abonnieren, so ist halt normal. Oder wie Konfuzius schon immer sagte, ich sollte bei diesem Einspiel endlich aufhören, oder? Leute, liken, abonnieren, Glocke aktivieren, damit ihr kein Video... Sehr, sehr nice Video, hat mir sehr gefallen. Ich habe mich sehr ergötzt, schaut bei CFO dabei. Danke für die Reaction. Leon, danke an euch, dass ihr zuschaut. Macht's gut.